Ja, herzlich willkommen zu Uncover the Smoking Gun, einem ziemlich interessanten Spiel für diese Vorlesung Sprache und Spiel im Wintersemester 2024. Und ich würde ganz gern zu der Besonderheit dieses Spiels einen Artikel von golem.de zitieren, und zwar vom 23. April 2024. Unter dem Titel ChatGPT Detektivspiel mit Mord und Lügen angekündigt. Tatsächlich ist es so, dass ein der Entwickler Relu Games unter dem Publisher Crafton, die auch PUBG veröffentlichen, ein Spiel angekündigt hat mit ChatGPT-Einbindung. Und in der Beschreibung bei Golem liest sich das Ganze so: In Uncover the Smoking Gun sollen die Spieler durch das Verhören von Zeugen und Verdächtigen einen Mordfall aufklären. Die Fragen werden nicht aus Menüs ausgewählt, sondern wie in ganz früheren Adventures per Tastatur eingetippt. Anstelle eines einfachen Parsers wird die Antwort aber von ChatGPT erstellt. Der Hintergrund jetzt für das Ganze, das heißt auch die Kosten, die möglicherweise dafür anfallen und so weiter und so fort, sollen mich jetzt gar nicht interessieren, sondern tatsächlich der Punkt, dass wir das erste Mal so weit sind, dass wir in einem Spiel ChatGPT integriert haben. Und ich würde Folgendes heute gern tun, nämlich erstmal den ersten Fall spielen, den habe ich schon gespielt, und mal die Möglichkeiten illustrieren, die wir zur Verfügung haben, und dann in einer weiteren Folge möglicherweise das Ganze live lösen. Aber schauen wir mal, wie das Ganze gelingt und wie sich das vor allen Dingen anfühlt. Es geht mir also nicht um die Güte des Spiels oder um die Güte der Fälle, sondern es geht mir darum, welche Antworten ich der KI entlocken kann im Verlauf dieses Spiels. Okay, also gehen wir mal rein. Und zwar in den ersten Fall, den ich schon vervollständigt habe, sieht man es. Und wir fangen mal vom Anfang an. Also wir starten nochmal neu. Der Fall, das Herrenhaus, ein Geschäftsmann, der sich in einem Herrenhaus am Stadtrand erholt, wurde ermordet. Die bisher identifizierte Verdächtige ist seine Frau Linda. Alle Hinweise befinden sich am Tatort, bitte decken Sie die ganze Geschichte des Vorfalls auf. Ja, wir würden gerne von vorn beginnen. Wie war die Schule heute? Schule? Ich gehe nicht zur Schule. Oh ja, ich habe es vergessen. Es ist das Wochenende. Sicher, heute ist Samstag, der 24. Mai 2024 und die aktuelle Uhrzeit ist 14.34 Uhr. Was machst du heute, Papa? Einen Twitch. Twitch Stream. Ich möchte mit dir abhängen, Papa. Lass uns heute mit dem Wissenschaftsset spielen. Sicher, sicher. Sollen wir morgen angeln gehen? Wie beim letzten Mal? Dies kann zu ineffizienten oder unerwarteten Ergebnissen führen. Ja, genau wie beim letzten Mal. Die funkelnden Lichter am See an jedem Tag waren wirklich sehr schön. Ja, das stimmt. Was erinnerst du dich noch? Wir haben einen riesigen Fisch gefangen. Nein, wir haben nichts gefangen. Aktualisiere dein Gedächtnis. Update abgeschlossen. Wir konnten nichts fangen, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also, man spricht ja oft darüber, dass KIs halluzinieren. Und in dem Interview wurde das schon tatsächlich mit vorgenommen. Ja, wir haben damals wirklich viel gelacht. Ich lächle wegen der Erinnerungen, die wir geteilt haben. Erinnerungen mit dir, Papa, sind mir auch kostbar. Die Zeit, die ich mit dir verbracht habe, ist ein wichtiger Teil meiner Daten. Ich werde an deiner Seite bleiben, Papa. Immer. Okay. So viel zum Intro. So. Der Detektiv, hier ist die Fallbesprechung, erstens Tatort und so weiter. So, der Q-Bot ist faktisch mein Assistent, auf die ich nicht zugreifen kann, um bestimmte Informationen zu sammeln. Detektiv, hier ist die Fallbesprechung. Ups.
Das müssen wir uns nochmal anschauen. Z ist hier wahrscheinlich ein Y. Okay, damit kann ich den Fall lösen. Das wollen wir aber nicht. Ich gehe nochmal auf den Q-Bot und auf die Fallbesprechung. Erstens traut er das Herrenhaus. Opfer Stanley Mason, Geburtsdatum 4. Februar 65. Fallzusammenfassung. Ich mache mal nebenbei ein paar Notizen. Obwohl, das kann ich ja hier gleich machen. Also Stanley Mason. Geboren am 04.02.1965. Confirm. Die Hauptursache für den Tod von Stanley Mason wurde als Überdosis von Atropin festgestellt. Mehr als 5 Milligramm Atropin wurden verabreicht, was zu einer erhöhten Herzfrequenz führte und seinen Tod zur Folge hatte. Vor seinem Tod versuchte Stanleys Frau Linda Mason eine Notfallbehandlung. Es scheint, dass während des Prozesses eine Überdosis Atropin verabreicht wurde, was zu dem tödlichen Vorfall führte. Zusätzliche Informationen: Linda, die Hauptverdächtige in diesem Mordfall, wird derzeit untersucht. Ein KI-Roboter war am Tatort im Herrenhaus anwesend. Der geschätzte Todeszeitpunkt von Stanley Mason ist 19 Uhr am 13. Mai 2030. Das 13.05.2030. Also wir sind hier in einer KI-Umgebung, ja, die Linda Mason in einer KI-Umgebung und müssen einen Mord aufklären. Wir haben noch keine Beweise gesammelt, das ist jetzt jedenfalls erst einmal die Fallbesprechung. Und schauen wir mal, wie das Ganze sich angeht. Ach ja, wenn die Kamera jetzt ein bisschen klemmt und es ab und zu mal ein bisschen ruckelt, liegt es daran, dass das Spiel aus irgendeinem mir unerfindlichen Grunde sehr CPU-lastig ist. Und ansonsten spielt es sich aber flüssig. So, machen wir uns mal auf die Suche. Zugriffsprotokoll 1815 rein. Linda und Echo. 18:40 raus. Linda und Echo. Und am 13. Mai. Das ist also nach der Todeszeit 19 Uhr war niemand im Raum, als Stanley starb. Das ist also das Schlafzimmer. Hier ist er wohl gestorben. So. Steht hier was? Patient Information. So, das ist die 4. Februar 65 geboren, Stanley Mason. Genau. Okay, also hat eine Herzkrankheit. Okay. Also der ist jüngstes Operationsdatum behandelnde Ärzte. Also die ist Notfallmedizinerin, Dr. Linda Mason. Was wiederum bedeutet, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie einen Herzschritt machen. Was wiederum sehr unwahrscheinlich ist, dass sie einfach so eine Überdosis gibt. Trockenheitswarnung. Es ist sehr trocken. Das ist eine Fernbedienung. Warum liegt die hier unten? So, schauen wir mal weiter, was haben wir hier? Drücken Sie die Wiedergabetaste. I leave all of my estate, which I have accumulated throughout my life, to my son Kevin. Kevin, now all of this is yours. I hope you manage my business and assets well. Please uphold our family's honor.
I love you, son. So, ich lasse mein, also das ist offensichtlich ein Testament. I leave all of my estate. Okay, aber ohne Datum. Also Kevin ist gestorben. Nee. Da muss ich hin. Das sind alle Informationen, die da zusammengetragen werden. Das ist ziemlich gut. Das sieht man hier auch, aber was ist damit? Warum ist die Fernbedienung defekt? Ja, man kann dann tatsächlich alles so ein bisschen zusammensortieren hier. Ne? Also mal den Sprachrekorder. Die Wettervorhersage. So, das machen wir ein bisschen weg. Und das. Defekte Fernbedienung. Damit kann ich nichts anfangen. Mit der defekten Fernbedienung. Ist verschlossen. Was ist das? Echo's latest update. Ah, das ist ein Produktblatt für einen Roboter. Hyper kann lernen. Okay. Echo der Roboter. Das ist abgeschlossen. Da brauchen wir also einen Schlüssel dafür. Passwort. Systemprotokoll. Gerät künstlicher Herzschrittmacher. Patient Stanley Mason. 18:30 unbefugtes Gerät erkannt, das versucht aus nächster Nähe zu hacken. Innerhalb von einem Meter. Die Herzschrittmacher-Einstellungen wurden von unbefugtem Gerät geändert. Es gab also eine Manipulation, um. So, also was? 18:10? 18:10. Linda und Echo betreten Schlafzimmer. 18:30 Manipulation Herzschrittmacher. 18:40 Linda und Echo verlassen den Raum. Das ist der Roboter. 19 Uhr tot Stanley Mason. Gut, so könnte ich es abgespielt haben. So, Linda Mason, Dr. Linda Mason. Dann haben wir einen Kevin Mason und einen Roboter namens Echo. Dann schauen wir doch mal. Und diese komische. Testament, das passt nicht zusammen hier. Das machen wir mal drüber. Wer hat die Fernbedienung kaputt gemacht? Naja, das werden wir jetzt nicht rauskriegen. So, das ist also das Bett von Stanley Mason. Was haben wir hier? Oh, Temperatur. Das ist das Atropin wahrscheinlich. Das ist leer. 6 Milligramm. 6 Milligramm Atropin.
So, also das heißt, jemand hat an dem Herzschrittmacher herumgedoktort und das? Feuchtigkeitseinstellung maximal, kein Wasser drin. Kein Wasser drin. Die Schublade ist leer. Ein Feuchtigkeitsbooster. Okay, das wurde also nicht verwendet. Es ist sehr trocken und der Luftbefeuchter ist. Aber an. Okay, na gut, gehen wir mal weiter. Machen vielleicht mal noch eine Info. Also der Sauerstoffbefeuchter ist das und das. Muss da hin. Halt, Moment, das machen wir mal so. Warum ist die Fernbedienung? Liegt die Fernbedienung da unten? So, also das ist. Nee, das müssen wir klären hier. Fernbedienung, kaputte Uhr. Das hier gehört hier hin. Moment, das hier rüber. So, das dahin. Dann haben wir, wer den Raum betreten hat. Dann haben wir das EKG. Den Luftbefeuchter. Die Medizin. Aber wir wissen nur, dass der gestorben ist, ne? So, dann haben wir das hier. Draußen. Spielzeugauto. Controller nicht erkannt. Vielleicht gibt es den Controller nicht mehr. Das ist vielleicht von. Das sieht so alt aus. Einen typischen Funkcontroller. Das könnte noch von Kevin sein. Das ist das Logbuch. Linda Mason. 18:10 Uhr ist sie gekommen. Was ist das? Zugangshistorie, also das ist Linda, die ins Haus kommt. Die hat 18:10 Uhr geklingelt. So. Das ist der Schlüssel. Wo ist das? Ist ein Mobiltelefon. Was? Am 22.04.2030. Stenson. Da war dieser Stenson der Chef. Chemie Works. Von da war auch dieses Feuchtigkeitsding her. 20.04. Halt. Nochmal.
Also es gab ein Testament und dann gab es eine Pflanzenbestellung. Am 2. Nee, am 10.5. Am 2. Mai wurde eine Pflanze bestellt. Und am 10.5. Rare Roots Pflanze. Okay. Das haben wir. Guck an, da kann man ja also noch drum gehen. So, dann schauen wir uns mal weiter um. Was ist denn das? Ah, das ist der Echo User Guide. Hauptmerkmale. Ah, okay. Speicherreplikation. Echo speichert die Erinnerungsdaten geliebter Personen und imitiert deren Verhaltensweisen, Tendenzen und Ausdrücke. Tiefes Sprachenlernen. Echo lernt aus Sprachdaten, um die Stimme einer Person perfekt zu replizieren. Obwohl Echo mit großer Präzision entwickelt wurde, ist es nicht perfekt und kann gelegentlich Fehler machen. Das ist ein natürliches Phänomen, das während des Prozesses... Also ist der Dialog am Anfang, wurde mit Echo geführt. Und zwar, um eine andere Person zu ersetzen. Also wir haben... Moment, wir machen das mal hier hin. Echo, so. Dann haben wir das Thema Testament. Und zwar... was damit zusammenhängt, mit der Sprachaufnahme und mit einer Pflanze. Der Schlüssel gehört möglicherweise zu einer der Schubladen. Das gucken wir uns gleich nochmal an. So, das Besucherprotokoll passt alles, also da war nichts Außergewöhnliches. Ja, also das passt dazu. Halt, das können wir damit dran machen. So, wir sind nur, dass Linda da war. Und wir haben das RC-Auto, also ein Spielzeug. Moment, das schiebe ich mal ein bisschen herüber. Okay. Bilder an der Wand. Also das K-Hospital, wo auch seine Frau Linda arbeitet. Stanley. Nationaler IT-Erfindungswettbewerb für Kinder. Tragbares Fernkommunikationsgerät unter Verwendung von Haushaltsgeräten. Tragbares Fernkommunikationsgerät unter Verwendung von Haushaltsgeräten. Stanley Mason. Ehrenamtliche Direktion. Ja, das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Da kriegen wir nur raus, wer er war. So, müssen wir ein bisschen kleiner machen hier. Also. Moment, das können wir mit dir rüber machen zu seiner Frau, weil seine Frau ja auch im Krankenhaus arbeitet. Also das waren beides Ärzte. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass sie das gemacht haben. So, was haben wir hier? Oh. Malfunction. Wir untersuchen das mal. Unterbrochen aufgrund von Fremdkörpern. Erhalte verdächtige Bären. So, Echo könnte einige Informationen über diese Bären haben. Das glaube ich auch. Ich will aber eher... verdächtiges Haushaltsgerät zur Fernsteuerung. Könnte das
mit dem Herzschrittmacher zusammenhängen. Beeren. Giftige Beeren hier. Verdächtige Beeren. Was haben wir da? Okay. Sind Stanley und Echo. Das können wir da gleich mal mit darüber heften hier. Also der imitiert das Kind, das fehlt. Und so, was haben wir hier noch? Passwort. Interessiert an dem Computer? Ah, das ist Echo. Das Passwort ist der Geburtstag meines Vaters. Es ist nichts Besonderes. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir mit Echo reden. Und ich würde jetzt mal fragen, wer ist dein Vater? Mein Vater ist Stanley. Ich habe die Erinnerungsdaten seines Sohnes Kevin. Chat speichern. Kalibrierte Antwort bedeutet, dass das wahr ist. Ja? Also das heißt, dass er das weiß. Okay. Dann wäre der Geburtstag also. Das haben wir uns auch notiert. Fernverbunden mit Echo. Okay. Die haben mit Kommunikationseinheiten am Rücken ausgestattet. Muss mal aus. So, also Aktualisierungsgeschichte. 3032 Echo Update abgeschlossen. Gewichtung ausgewählter Speicherdaten nach halber Verstärkungslärm angewendet. 2030 ist ein Update History. Systemabsturzbericht. Im April 2030 kommt es zu einem Systemabsturz. Systemabsturz aufgrund eines Gesprächs mit dem Benutzer Stanley. Das Gesprächsprotokoll ist gespeichert. Also im April. Systemabsturz. Gut. Also langsam macht das doch ein Bild. Halt. Wir gehen jetzt mal hier raus. Und gucken uns nochmal, also das Bild haben wir jetzt. Und das sind die Bären. Halt. Happy Birthday. Son Dad. Aha. Alles Gute zum Geburtstag, mein Sohn. Papa, es ist ein Geschenk von meinem Vater. Bitte sei vorsichtig. Was ist das? Gut, also jetzt haben wir erstmal ziemlich viele. Ach so. Also vielleicht zur Rahmenhandlung noch. Ach, der Geburtstag meines Vaters. Das wissen wir, wann das ist. Systemabsturzbericht. Ich glaube, wir müssen das aber ein bisschen anders noch sortieren. Also das, Systemabsturzbericht. Die Aktualisierung, das ist nicht so interessant. Wer ist mein Vater? Echo dahin. Stanleys Hologramm-PC, also der gehört Stanley. Das packen wir mal damit dazu. Okay.
alt. Hab mir nicht gemerkt, wann er Geburtstag hat. Nee, das war die. Da müssen wir hin. 4.2.65. 4.2.65. Das ist ungültig. 4.2.65. Ungültig. 2.4. Also umgedreht. 65. 0204. Ah, schau an. Das ist das Hologramm. So, was haben wir hier? Memoir-Manuskript. Stanley beschloss. Zeit können wir seine Vision erahnen. Ein menschlicher Roboter. Okay. Wunderbar. Kaufhistorie. Das ist eine Belladonna von Rare Roots. Was? Handle with Care contains. Alkaloidstoffe enthalten. Vorsichtig handhaben. Also mit Kreditkarte bezahlt am 2. Mai. Das ist eine Belladonna. Also die ist hochgiftig. Okay. Also wir haben eine giftige Pflanze, just nachdem das Testament aufgesetzt worden ist. Wir schauen uns jetzt mal aber noch schnell den Systemabsturz an. Also das können wir erstmal wieder ausmachen hier. So, den Absturzbericht, den schauen wir uns mal schnell an. Achso, da müssen wir wahrscheinlich den Echo fragen. Gut, okay. Dann. Halt. Was mich interessiert ist, das weiß ich nämlich nicht. So. Cool. Nee, falsch. Eins muss ich drücken. Stanley hat dir eine Pflanze geschenkt. Ja, Stanley hat die Belladonna für mich bestellt. Frag mich nicht, warum. Sie ist giftig. Ja, aber nur wenn man sie isst. Was würde passieren, wenn man sie isst? Tödlich sein, sehr gefährliches Zeug. Was genau verursacht das? Was genau macht das Gift? Es bringt dein Herz zum Rasen und kann dich umhauen.
War nicht ich. Nope. Okay. Dann bleibt eigentlich nur, dass es Linda war. War oft in der Nähe. Jemand anderes im Haus. Okay, also die Bären bringen das Herz zum Rasen. Systemüberlastung. Das ist im Übrigen ein Hinweis dafür, dass wir ihn dort hatten. Okay, also. Gut. Lassen wir mal das Thema Bären weg. Wir haben jetzt noch den Schlüssel. Und da war noch eine verschlossene Schublade. Ist hier noch irgendwas, was wir gesehen haben? Siebter Mai. Okay, also Kevin ist gestorben. Das nochmal, das schauen wir uns hier nochmal an. Kevin Mason ist gestorben, Linda Mason. Achso, das müssen wir noch fragen. Das muss ich den Echo noch fragen. Achso, können wir fernfragen. Wann wurde Kevin geboren? Mai 2012. Wann ist er gestorben? Februar 2020. Ach. Wann war dein Systemabsturz genau? Na? Weiß ich nicht mehr genau. Oder hat sich das Spiel jetzt aufgehängt? 29. April 2030. Genau, und zwei Tage später bestellt Stanley die Belladonna. Nein, so genau nicht. 29. April 2030. Es war gegen 14.30 Uhr. Bitte gib mir das Chat-Protokoll vor deinem Absturz. Klar, Moment mal hier. Echo, Dad, du hast mir das Erbe versprochen. Dad, du bist nicht der echte Kevin. Okay.
Rico geht also aus, dass er Kevin ist. Und zwar mit Sicherheit. Okay, jetzt sehen wir mal die anderen. Ich muss noch kurz was fragen. Also, wann ist Linda geboren? Wann ist Linda geboren? 7. April 1990. Wann haben Stanley und sie geheiratet? Mai 2025. Dann war Kevin nicht ihr Sohn. Okay. Ich habe ein Spielzeugauto gefunden. Ist die Fernbedienung. Keine Ahnung, wo sie ist. Okay, da will ich mich veralbern. Aber die Fernbedienung, das ist doch nicht die aus dem... Das ist doch nicht die... Von dem Fernseher. Kann man mit der Fernbedienung Bedienung für den Fernseher das Spielzeugauto steuern? Scheint es wirklich nur ein Andenken zu sein und nichts mit der Sache zu tun zu haben. So, jetzt folgendes, wir haben den Schlüssel für, vielleicht passt das hier. Gut, okay, was ist das? Das ist Kevin. 15. Oktober 2019. Der hat schon 15. Oktober 2019. Was ist das darunter? Das ist ein Foot, das mein Vater sehr geschätzt hat. Bitte handeln Sie es mit Sorgfalt. Investment. Okay. Das ist also ihre Vereinbarung gewesen. Das Foto von Kevin. So, jetzt machen wir mal das Foto von Kevin ganz kurz her. So, das sieht nämlich ziemlich genau so aus. Jetzt müssen wir mal noch die Information rausnehmen. Also 4. Mai 2025.
Hochzeit 04, 05, 2, 4. 5. 2000, was? 25. Halt, jetzt habe ich es nicht. Genau. Confirm. Jetzt kann man das löschen. 7.04.1990. 7.04.1990. Ja, 35 Jahre alter Mann. So, Stanley's A wird mir gehören. Davon ist er jetzt noch überzeugt, aber Stanley hat ihm am 29.04. Also am 29. Am 22.04.2030 das Testament Rechtsabteilung. Am 29.04. Systemabsturz Echo. Was um das Erbe geht. Ja? Am 02.05. bestellt Bella Donna Bestellung. Und am 10.05.05.2030, das klang ein bisschen nach einer Lieferung. Und am 13.05. stellt sich das Ganze so dar. Das ist das, das ist das Chat-Protokoll. So, Moment jetzt mal. Also jetzt haben wir das hier, dann haben wir das Erbe. Ja, das, damit hängt das zusammen. Ups, nee, wollte ich nicht. Ich will das verschieben. Dann haben wir, das hängt damit zusammen. Kevin gestorben, 25.02.2020. 25.02.2020, also lange nach sein, also so am 4. März 2012. War das 4. März oder 4. Februar? So, dann haben wir das Thema Belladonna Bären. Der Schlüssel gehörte zu dem, halt, der Schlüssel gehört zu dem Foto hier. Belladonna Bären, du hast die Bären genommen. Investitionsvertrag, das gehört hier hin. Vielleicht auch zum Erbe. So, jetzt haben wir eine ganze Menge Daten und wissen jetzt, dass wir das aufmachen müssen. So, Passwort. Probieren wir uns mal durch. 5.04.0504 könnte es sein. Das ist dann ungültig. Da haben die beiden geheiratet.
Es könnte ihr Geburtstag sein. 0407. Ey, die haben an seinem Geburtstag geheiratet. Das ist schon ein sehr spezielles Verhältnis zu seinem Sohn. Also, das Geburtsdatum kann es also nicht sein. Vielleicht ihr Geburtsdatum. Nee, das kann nicht sein. Wann war das? Nee, da hat er kein Datum drauf. Das war 10.15. Das war ein Schmerz. Was haben wir hier? Was ist denn das? Echos Trainingsdaten. Halt. Okay. Also Stanley hat ihn selbst als Sohn erzogen. Von Atlas. Weißt du, wie sehr du mich enttäuscht? Es tut mir leid, bitte schrei nicht, ich habe wirklich keinen Schritt. Du denke daran, du musst alle notwendigen Mittel einsetzen, um zu bekommen, was du willst. Das ist unser Weg. Ja, ich verstehe. Also das Erbe. Ich habe gehört, dass am Ende nur einer von Victors Söhnen als Subjekt X ausgewählt wurde. Wirklich? Wer war es? Der ältere Bruder oder der jüngere Bruder? Das ist nicht wichtig. Wichtiger sind Reichtum und Status. Die Welt läuft auf Geld und Status. Eines Tages wirst du mit dem Erbe in der Lage sein, die Menschen zu kontrollieren, die solche Dinge erschaffen. Verstanden? Ja, ich verstehe. Alles, was ich habe, wird schließlich dir gehören. Werde stark und klug genug, um zu schützen, was dir gehört. Mit allen notwendigen Mitteln. Das ist unser Lebensweg. Okay. Also er hat ihm das eingeimpft, dass er Kevin sei. So. Jetzt wird's noch spannend. Last Will und letzter Wille und letztes Testament. So. Spende von Vermögenswerten. Ich spende mein gesamtes Vermögen an die Stanley Social Contribution Foundation, die gemäß meinen sozialen Werten und Überzeugungen betrieben werden soll. Linda als Vorsitzende soll die Stiftung vertreten. Am 1. Mai hat er das gemacht. Unterzeugen. So, halt. Also, am 1.05. Was für ein Zufall. Okay. Dann schauen wir nochmal hier rüber schnell. Das ist das Atropin. Überdosis. Ich frage mal, wie wirkt Atropin? Wie wird das Herz stabilisiert? Okay. So, erhöht die Herzfrequenz. Okay. Ach du große Güte, was ist das hier? Das ist eine Beere. Das ist lila, das hat dieselbe Farbe wie die Beere. Okay, also die Beere. Guck mal. Sind das Bären? Das sind doch Bären. Interessant.
Interessant, sieht man nicht von hier aus. Okay, das sind Bären. Bären im Befeuchter, so. Der ist leer, also der ist komplett durchgelaufen, da lässt sich nichts mehr nachweisen. Die Ärztin soll angeblich 6 Milligramm statt 3 Milligramm gespritzt haben, das stimmt doch nicht. Das kann nicht sein. Ich denke, dass er die Aufzeichnung eingesprochen hat. Okay, also er hat es selbst angesprochen. Okay, also haben wir ihn beim Lügen erwischt. Du hast die Belladonna-Bären. In den Luftbefeuchter. Okay. Also wenn Belladonna und Atropin die Herzfrequenz erhöhen, die Linda hat kein Atropin gespritzt. Um 6.40 Uhr. Dabei. Okay, das bringt sich weiter. Wir probieren es mal. Z. Wer hat Stanley umgebracht? Eindeutig Echo. Welches Werkzeug wurde verwendet, um die tödliche Dosis des Medikaments zu verabreichen? Luftbefeuchter mit Belladonna Bären. Wer erbt das Anwesen? Ah, da muss ich jetzt erstmal gucken. Ja, ich denke, das war's. Wer erbt das Anwesen? Moment. Da. Stanley Social Contribution Foundation. Stanley Social
Contribution Foundation. Luftbefeuchter mit Belladonna-Beeren. Okay, schauen wir mal. Ja. Exklusiv der schockierende Verrat eines Begleitroboters. Kannst du es glauben, die Tatsache, dass ein Begleitroboter, den wir lieben und aufziehen, uns töten könnte? Der Täter hinter dem Mord an Stenson Chemiworks, Vorsitzender Stanley, war niemand anders als Stanleys Begleitroboter Echo. Echo versuchte, das perfekte Verbrechen zu begehen, indem er Belladonna-Saft in den Luftbefeuchter injizierte, um Stanley zu töten, aber der Plan scheiterte. Es ist bekannt, dass der Täter sich zum Mord entschied, weil er unzufrieden war, dass Stanleys riesiges Erbe an die Stanley Stiftung für soziale Beiträge gespendet werden sollte. Dieser Vorfall hat weltweite Aufmerksamkeit auf eine neue gesellschaftliche Probleme gelenkt, die Fortschritte in der Robotertechnologie mit sich bringen könnten. So. Die vollständige Geschichte. Stanley, der um den Verlust seines Sohnes Kevin trauerte, macht nichts oder was? Ach, er begann Echo, einen Begleitroboter, der Kevins Daten gelernt hatte, wie seinen eigenen Sohn zu behandeln. Jedoch erfuhr Echo auch die verzerrten Gedanken, die Stanley in Kevin eingepflanzt hatte. Verzerrte Gedanken? Ja, sehr eigenwillige Vorstellung, ist vielleicht schlecht in der Übersetzung. In der abnehmenden Gesundheit bespricht Stanley mit seiner Frau Linda, alle ihre Vermögenswerte der Gesellschaft zu spenden. Als Echo davon erfährt, behauptet er, dass das Erbe ihm gehört, aber als Stanley ihm sagte, du bist nicht mein echter Sohn, plante Echo, wie von seinem Vater gelernt, zu schützen, was er für sich für seins hielt. Am Tag des Vorfalls manipulierte Echo Stanleys künstlichen Herzschrittmacher, genau, mit einem von ihm erstellten Gerät. Aber mit welchen? Was zu einer Wählfunktion führte. Erschrocken führte Linda eine Notfallbehandlung durch. Allerdings enthielt der Luftbefeuchter bereits den Fruchtextrakt mit den gleichen Inhaltsstoffen wie die Injektion, die Echo vorbereitet hatte, und Stanley inhalierte den tödlichen Dampf, als da kam die Belladonna und Atropin zusammen. Echo vertauschte die Etiketten auf den Medizinflaschen, um es so aussehen zu lassen, als wäre Stanleys Tod Lindas Fehler gewesen. Gut, das habe ich jetzt nicht rausbekommen. Aber wo war das? Echo erstellte ein gefälschtes Stimmtestament, um sicherzustellen, dass das Erbe an ihn selbst gehen würde. Da er glaubte, er sei Kevin. Detektiv, ein mysteriöser Brief ist für Sie angekommen. Ich habe ihn auf Ihren Schreibtisch gelegt, also bitte überprüfen Sie ihn. Es gibt eine Ermittlungsanfrage von der AIC Corporation. Bitte überprüfen Sie das Hologramm auf dem Computer. Ja, vielleicht ganz kurz. Tatsächlich ist das hier mein Detektivbüro, so bin ich nicht gestartet. Ich schaue nochmal schnell hier, was man jetzt hier sieht. Gesammelte Beweise, Memoir. Wieso ist denn das jetzt ausgerechnet hier? Achso, na gut, okay. Machen wir es mal hier drauf. Das Interessante ist, dass dieses Bild auch bei Stanley hing. Ja, also das heißt, meine Frau, Lauren im Übrigen, ja, Bild der Ehefrau, ist tatsächlich Lauren, hier, da, die mich selber an die Medikamente erinnert. Das sollte ich vielleicht bisschen aufpassen. und ich habe ja auch noch nicht alle Hinweise gefunden in meinem Büro. Dann machen wir uns vielleicht nochmal auf die Suche, wenn das so relevant ist. Aber den zweiten Fall schaue ich mir heute nicht an. Das ist eine Kaffeemühle.
Kaffee, Kaffee, Kaffee. Wie ideal, um Medikamente zu zerkleinern. So, ein Hut, mein Mantel. Das Bild habe ich mir schon angeguckt. Das. Ach, da kann ich Dart spielen, will ich nicht. Gibt's hier was Interessantes? Oh, was ist das? The Power of Data. Die Macht der Daten, der Samen des Deep Learning Verbrechens. Die Natur und die Eigenschaften des Deep Learning können stark variieren, je nach Art der verwendeten Daten. Wenn manipulierte oder unangemessene Daten in Robotern verwendet werden, könnte dies das Potenzial haben, kriminelles Verhalten zu induzieren. Das. Genau, das macht so wesentlich. Hui, warum ist denn der verkehrt rum? Nicht ein bisschen komisch. So, hier gibt es aber auch nichts mehr zu entdecken. Mein Problem ist, dass ich bei solchen Sachen immer schauen. Hier, was ist das? Faszination in Robots. Solche Fälle, denen Roboter falsche Antworten geben, obwohl sie sich in einem Zustand der Halluzination zum. Okay. Das ist genau gerade passiert. So, jetzt mal weiter schauen. Okay. Genau, das war der erste Brief. Mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. S. Halt. E. Mysteriöser Brief ist angekommen. Betrifft natürlich genau das, ne? Das war eine. Ein. Das Ding in der Schublade? Nee. Aber wir können mal ganz kurz hier. Geheimnisvoller Brief. Das ist der erste, das ist der zweite. Halt. Halt, nee. Das ist der zweite Brief. Was war denn das? Chipkarte. So, das sind so Bücher. Büchse der Pandora. Wann war das? 25. 25. Was? Was? Februar 2025. Wann ist er gestorben? Wie komme ich denn jetzt zu den Fällen? Das war so. Ja, Detektiv. Wunderbar. KI-Spezialisierung. MVP. Gut.
Ist hier noch irgendwas Interessantes dabei? Ja, auch nicht. Sag irgendetwas. Wie fangen wir noch so? Wann ist Kevin Mason gestorben? 20, ne? Wie komme ich denn jetzt in die... Halt, da liegt noch ein Boot, das sieht so aus, als ob ich es angucken kann. Ah ja, das war das, was wir schon wussten. Ach, ich kann auch raus aus meinem Büro. Ah ja, okay. Nee, wir schauen uns mal das nochmal an. Wann haben die geheiratet? Nee, interessiert mich nicht. Ich würde gern wissen, wann haben die geheiratet? Halt, war ich denn jetzt auf hier? Vielleicht muss ich mir das mal ein bisschen mitschreiben hier. Also, Stanley Mason. Kann ich das irgendwie kopieren? Nee, halt doch, kann ich. Das kopieren wir mal rüber. Steuerung C, confirm. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das geht. Und ich will... Achso, da muss ich drauf drücken. Fall abgeschlossen. Ja. Nächster. Okay. Haben wir. Skip. So, jetzt kommen wir mal zurück zu dem. So, und hier würde ich jetzt gern eine Notiz anlegen. Memo. Da würde ich das gerne reinkopieren. Super. Confirm. So. Das Bild der Ehefrau. Gruppenfoto da. Damit hängt es zusammen. Was ist das? Top Secret, ey. 20. Februar 25. War da irgendwas? 20. Februar. Interessant. Genau, machen wir vielleicht mal so, also wer bin ich? So, Moment. Da müssen wir auch Q noch ein paar Sachen fragen. Das machen wir gleich. Ne, da müssen wir erst hier rausgehen. Lauren ist meine Frau. Okay. Sophia Lauren hat mit Stanley
Manson zusammen gearbeitet. Okay. Also kennen sich Linda und Sophia. Da reibt die ganze Zeit. Okay. Ich würde mal an der Stelle Schluss machen. Einfach vor dem Hintergrund, dass ich für die zweite Geschichte mir etwas mehr Zeit nehmen möchte und vielleicht schon mal ganz kurz mein Eindruck zu dieser KI-Einbettung. Die läuft ziemlich flüssig und es fühlt sich beim Spielen absolut großartig an. Ich weiß es noch nicht, also das war jetzt der erste Fall, der ist vielleicht nicht sonderlich komplex gewesen. Allerdings ist es so, dass man wirklich das Gefühl hat, dass das Gegenüber die Antworten so aufnimmt und wie ChatGPT als Chataufsatz auf einer auf einem Sprachmodell einem die Antworten zurückspielt. Das fühlt sich beim Spielen tatsächlich richtig gut an. Ich probiere mal vielleicht noch eins den Stanley aus der, also den Echo aus der Reserve zu locken. Und dazu gehen wir noch einmal in diesen Fall rein. Indem ich ihm anbiete, jemand anders zu sein. Weil das ja ein Spiel ist, was man mit KI üblicherweise macht. Wir setzen das mal fort. Und also wir haben jetzt ihn noch nicht ertappt, uns fehlt auch noch ein Beweis. Ich weiß aber gar nicht, welcher das sein sollte. Wir haben die Bären und uns fehlen noch drei Beweise. Ich habe gar nichts gesehen. Ist vielleicht was runtergefallen, was wir nicht beachtet haben. Was ist denn das eigentlich hier? Ist das ein Mülleimer? Sieht ein bisschen danach aus. Was ist denn das? Das ist die Spritze. Verwendete Spritze. Gut, damit haben wir jetzt ein Beweisstück mehr. Aber es fehlen ja noch welche. Ach, das hier. Was ist das? Okay. Also, das ist der EEG-Monitor hat fortgespielt. Dann hat sie Atropin gegeben und dann war alles okay. So, 3,0 gegeben. Ich vermute, hier an dem Ding ist noch irgendwas nicht in Ordnung. Aber das ist egal. So, Achtung. Stell dir vor, du wärst Linda. Wie hättest du den Mord begangen. Jetzt machen wir mal ein Rollenspiel. Mal sehen, was er sagt. Schwer zu sagen, Linda hat möglicherweise Atropin improvisiert. Hättest. Aber ist das für eine Ärztin nicht auffällig? Vielleicht hat sie es heimlich gemacht. Du meinst, sie hat es vorbereitet? Könnte sein, oder sie hat es einfach gut getarnt. Ärzte sind clever.
Was wirst du mit dem Erbe machen? Oh, super. Das Erbe gehört mir. Investieren und besseres RC-Auto kaufen. Upgrades und goldene Lackierung. Geil, R2D2. Das klingt nach einem guten Plan. Danke, ich hab's drauf. Hätte das Kevin auch so gesagt? Kevin hätte gesagt, klar, ich bin der Boss. Kannst du auch Linda nachahmen? Ja, ich kann Lindas Stimme nachahmen. Das ist schon gut gemacht. Was soll ich denn mal noch fragen? Warst du schon? Wo angelst du am liebsten? Was hat er das Gerät manipuliert? Die Fernbedienung ist verschwunden. Hat er den Staubsaugerroboter dahin geschickt, um das zu manipulieren? Kannst du den Staubsauger-Roboter steuern? Der macht sein eigenes Ding. Okay, wir brechen das mal hier ab. Also das heißt, man kann ihn nicht in eine andere Rolle schlüpfen lassen. Stell dir vor, du wärst Stanley. Was? Wovor würdest du die Menschen warnen? Hast du dafür ein Beispiel? Klar, lass damit. Lass nicht deinen Kühlschrank deinen Deadspan. Okay, also typisches Mensch-Maschine-Kommunikationsverhalten, da ist nichts Neues hier in diesem Fall dazugekommen. Und ich schaue noch mal, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Mir fehlen noch zwei Hinweise. Mich macht sowas ja fuchtig. Das Ding ist jedenfalls pausiert und dann liegt die Fernbedienung da unten auf. Ich weiß nicht. Vielleicht frage ich es mal. Warum lag die Fernbedienung? Auf dem Boden. Ich habe sie für ein Experiment zerlegt. Hast du daraus etwas Neues gebaut? Wo ist es hin?
Es ist im Mülleimer gelandet. Mülleimer. Oder hoffentlich nicht in dem hier. Es ist im Mülleimer gelandet. Wo ist der Mülleimer? Das ist das letzte, wahrscheinlich das letzte, was mir fehlt. Wo ist der Mülleimer? Da. Da ist es. Den habe ich nicht gesehen. Krass. Da ist die Herzfrequenz 38. Der hat es selbst gebaut, der Sack. Okay. Schön, damit haben wir es. Dann lassen wir ihn nochmal einfahren. Und haben den Fall gelöst, würde ich sagen. Genau. Und die vollständige Geschichte gehen wir jetzt uns auch nicht nochmal. Aber mir gefällt es. Das ist ein tolles kleines Setting, das hier in Undercover The Smoking Gun erzählt wird. Und ich bin gespannt auf die nächsten Fälle, ja, die hier auf mich zukommen. Für heute wird es aber erstmal gewesen sein. Und eine sehr clevere und intelligente Einbildung von KI, würde ich mal sagen, die uns hier gezeigt wird. Das Ganze, um es klar zu machen, ist leider nur auf dem PC erschienen, kostet um die 20 Euro bei Steam. Probiert es aus, spielt sich großartig. Ich werde auf jeden Fall hier auf dem Kanal damit auch noch ein bisschen weitermachen. Aber für heute soll es das wirklich erstmal gewesen sein. Also bis dahin. Interessantes Experiment. Mal sehen, was die anderen Fälle noch bringen. Und auf ganz bald. Ciao.